Disco Fox FM Live Interview. Es ist angerichtet bei Manfred aus dem Sendestudio Krefeld und er hat ganz, ganz liebe Gäste. Ich grüße unseren Ehrengast Bert Silva. Hallo. Ja, ein richtiges Hallo, sag ich auch mal. Manfred. Genau. Ja, du bist ja nicht umsonst hierher gekommen. Ja, ich habe das neue Album mitgebracht. Habe schon gesagt, wenn ich alle deine Titel spiele, die ich in meiner Playlist habe, dann brauchen wir bis mindestens 7, 8 Uhr. Also ich bin mir sicher, du hast noch nicht alle Titel von mir. Ja, bin ich auch sicher. Bert, eigentlich wollen die Hörerinnen ja mal was von dir hören. Sollen wir mit deinem Album anfangen? Ja, das können wir gerne machen. www.discofox.fm. Wir haben noch ein paar kleine technische Probleme, aber wir kriegen das garantiert in den Griff. Aber man versteht uns draußen, glaube ich, oder? Das will ich hoffen. Also das mit der Julie, da kann ich jetzt gleich was dazu sagen. Mhm. Das Julie, das war eigentlich ein Überraschungshit für mich. Ne? Weil ich habe den Titel, das war die erste Produktion, die ich bei Michael Dort gemacht habe. Und ich bekam 3 Tage, bevor ich nach Mallorca geflogen bin, bekam ich den Titel vom Studio zugeschickt, fertig gemastert, nicht veröffentlicht natürlich. Und da ich ja auf Promotour auf Mallorca unterwegs war, habe ich den Titel natürlich auch gleich drauf gebrannt auf die Bemusterungs-CD zum Abgeben unten für die DJs. Ich habe aber da nicht mal einen Namen dazu geschrieben von dem Lied, gar nichts, weil ich war damals noch auf dem Trip Party zu machen. Ne? Party, aha. Ich hatte eigentlich dieses Hexenlied da unten promoten wollen, das war ja auch noch neu. Und das Hexenhauslied, also voll auf die Kanne Party und ne? Und nach 3 Tagen plötzlich höre ich überall dieses Lied Julie da unten. Also überall läuft Julie, jeder Disc-Jockey hat Julie gespielt. Chris Marlow im Bierkönig gearbeitet noch, der hat auch noch Julie gespielt. Alle haben Julie gespielt und jeder kam zu mir von den anderen Künstlern und sagte, ja, was hast du denn an alle bezahlt, damit die Julie spielen? Ich habe gar nichts gemacht, ich habe null gemacht und es ist... Es wird ja heute noch gespielt, weil das vom Sound her, von der Melodie her auch unheimlich... Ja, aber das ist ja kaum zu glauben, weil es ist ja mittlerweile schon, ich glaube, 7 Jahre alt. Ja, ne? Schon ziemlich alt. Ja. Ja. Was ganz neu ist, der Titel, den wir eben schon angesagt haben. Da warten die Leute gespannt drauf. Ja, das ist wieder ein anderes, ein anderer Produzent, muss ich dazu sagen noch. Und ein sehr, sehr, sehr geiler Produzent, ja. Der ist wirklich drauf, was? Der ist auch so überdimensional verrückt, muss ich sagen. Aber er hat's drauf und wir haben das neue Album wirklich im letzten Jahr im Sommer haben wir durchgezogen und wir haben das alles produziert. Hat er immer noch seine Sonnenbrille auf? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Ja, die Haare hat er auch ab. Konnte alles. Er nichts mehr sehen oder was? Also ich kann mir vorstellen, wenn man als normaler Mensch jahrelang Sonnenbrille aufhat, dass die Augen da nicht ganz so richtig mitspielen. Das ist nur Tarnen und Täuschen. Also ja, ja, aber die Augen brauchen ja Helligkeit, die brauchen ja Tageslicht. Das hat er nur in der Öffentlichkeit gemacht, also jetzt ist alles ein bisschen anders. Ich denke mal, wenn er so auf der Bühne steht und so, dann setzt er sie wieder auf. Weil das einfach sein Image ist. Ne? Ja, genau. Ja. Dann sag mal was zu deinem Okay. Okay, ja, warum heißt das Album Okay? Ich habe das Album Okay genannt, das ganze Album schlicht und einfach Okay. Weil man muss zu allem, was im Leben passiert, ich bin ja ein Schmusesänger eigentlich. Ja. Ich habe in diesem Album jetzt verschiedene Facetten hier aufgegriffen, auch mal negativ. Und man muss auch im Leben mit dem Negativen klarkommen, ob einer jetzt die Freundin davonläuft oder die Scheidung da ist oder ob es eine Krankheit ist und man muss immer sagen, ich akzeptiere das so, wie es ist und sag dazu, okay, das schaffe ich, das mache ich. Mhm. Ne? Und so ist es auch mit den Freuden, weil das Leben geht mal nun rauf und runter. Man muss einfach alles akzeptieren und dazu okay sagen und sich überlegen, okay, so ist es, was mache ich jetzt? Mhm. Ne? Genau meine Einstellung. Und deswegen heißt das Album Okay. Und deshalb spielen wir das jetzt. Disco Fox FM, die bessere Wahl. Okay. Ja. Ich habe eine Torte hier. Ja. Mit Sahne. Mit Sahne, Schokolade mit Sahne. Mm. Aber erst musst du vorher noch ein bisschen arbeiten, Bert. Was mir auf deiner HP besonders aufgefallen ist und was ich schön finde, du machst auch Geburtstagshits. Das soll heißen, du singst etwas, wo du den Namen des Geburtstagskindes irgendwie einbindest. Wie funktioniert das? Ich habe das damals selber nicht gewusst. Das ist auch schon uralt, das Ding eigentlich. Ne? Mhm. Das ist schon, ich glaube, 99 oder wann das entstanden ist, 99. Da kam eine Heilbronner Firma auf mich zu und sagte, ich sollte mal, ob ich in der Lage bin, ein Geburtstagslied zu schreiben und zu komponieren. Da habe ich gesagt, ja.
Ich habe dann noch einen schönen Komponisten gehabt, auch damals in der Nähe, also von Heilbronn. Mhm. Da hatte ich ja mal gewohnt. Und wir haben da ein schönes Geburtstagslied gemacht. Ich habe das als Demo so eingesungen, damit sich der was vorstellen kann. Dann kam der auf mich zu und sagte, ob ich das nicht gleich selber machen würde. Er würde das alles übernehmen und bezahlen. Mhm. Und dann kam ich erst dahinter, dann stellte sich erst raus, es gab ja auch von dem Berliner, von dem Frank Zander. Ne? Ja, da gab es mal ein, zwei Künstler, die das auch gemacht haben. Aber das, was, also meine Firma ist das Original. Das habe ich dann erfahren, dass das das Original-Geburtstagslied ist. Und ja, dann haben wir das gemacht und ich habe da damals, es ist ja über eine Woche, ich glaube über 1000 Namen eingesungen. Ich habe da in einer, ja, in eineinhalb Wochen nur Namen gesungen dann. Ich bin schon verrückt geworden, ich habe nachts von dem Namen geträumt, wirklich. Ja, wenn du von Frauennamen träumst, geht es ja noch. Und trotzdem, vor kurzem habe ich erst wieder telefoniert mit dieser Firma, weil ich ja selber ein Geburtstagslied gebraucht habe für irgendwen. Und dann hat er gesagt, er will noch eins machen und ich habe das sofort abgeblockt. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Also machst du das überhaupt nicht mehr? Aber ja, kommt drauf an, ich weiß nicht. Wenn ich gute Laune oder wenn nichts zu tun ist mal, dann kann sein, dass ich das nochmal mache. Aber es ist halt schon eine Schweinearbeit. Ne? Ja, weil man da jeden einzelnen Song ja irgendwo... Und trotzdem fehlen immer noch Namen. Es fehlen noch Kosenamen, es fehlen noch verschiedene Namen, die wir nicht gesungen haben. Also ja, das gibt doch unwahrscheinlich viele Namen. Ist doch wunderbar. Können wir doch mal direkt den Aufruf starten. Wer also einen Geburtstagssong von Bert Silver haben möchte, geht einfach auf deine HP. Und dann gibt es eine Weiterleitung dahin zu dieser Firma, die erstellt ja das. Ich selber kann das nicht. Ich habe das nur gesungen, das Lied. Meine Stimme ist da drauf und diese Firma, die das hier vertreibt, habe ich auf meiner Homepage eine Seite gewidmet. Da könnt ihr das auch bestellen. Aber apropos HP, du bist mit uns nicht verlinkt, habe ich heute Morgen festgestellt. Ich bin was? Nicht verlinkt. Bei euch? Nein. Nicht verlinkt? Nein, wir haben keinen Link bei dir drauf auf der HP. Dürfen wir das? Nein. 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 Ja, ein klares Nein. Da gehen wir mal weiter, mach mal Musik, damit nein, ich mit dieser Enttäuschung leben kann. Nicht in Frage. Nein. Was möchtest du aus deinem Album hören? Den Link. Den Link. den linken Titel. Nein, was möchte ich aus meinem Album hören? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Lieblingstitel. Ja, Lieblingstitel. Es sind viele Lieblingstitel drauf, eigentlich diesmal auf diesem Album, die ich selber gerne höre oder selber stolz bin, das gemacht zu haben. Ich würde mal sagen, ich bin auch mal froh, dass ich auch mal eine Covernummer gemacht habe. Mhm. Ne? Und diese Covernummer, die wir jetzt im Mai noch richtig durchstarten werden auf Mallorca, es liegt mir schon jahrelang am Herzen, diesen Titel zu covern. Und jetzt habe ich es endlich gemacht. Ich habe auch mit dem Originalinterpreten, versuche ich jetzt noch Kontakt herzustellen. Und vielleicht gibt es da ja noch ein Futuring mit diesem Lino Moreno, der das ja damals, 76 war, das Original gesungen hat. Gibst du mir da auch einen Tipp, welches das ist? Ja, ich muss ein Fremder für dich sein. Oh, das ist schön. Ja, ja, ich liebe den Song. Ich muss ihn jetzt nur suchen. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist ein Betrügerlied. Da geht es ja um die Urlaubsszene. Aber oder? Herrlich, ich finde ihn herrlich. DiscoFox FM, Live-Interview. Also sehr schön. Mein Kopfhörer. Setz eben Hut auf. Ich setze meinen Stahlhelm. Meine Lauschlappen. Deshalb die Geräusche. Ja. So, ja. Muss ein Fremder für dich sein. Ne? Also jetzt habt ihr gemerkt, dass es ein Betrügerlied ist. Warum? Ja, du hast auf den Text nicht aufgepasst. Ne? Ja, wenn du mich hier abhältst vom Hören. Ja, ein richtiges Betrügerlied. Hört euch das nochmal an. Du spielst das dann sicher irgendwann später nochmal. Sag, also gib mir mal einen Tipp. Ja, weil das ein Urlaubslied ist eigentlich und man hat den Urlaub wen kennengelernt. Ja, und sie war wahrscheinlich gebunden, ne? So wie es im Lied jetzt vorkommt. Und als der Urlaub zu Ende war, zu Hause, dann, ja, dann war ein nicht, Fremder. Deswegen dann muss ein mehr. Fremder muss ein für Fremder dich sein. Der andere Lackel da. Ne? Ja, vielleicht war er besser. Ja, das weiß ich nicht. Man weiß das ja nicht. Genau. Hast du selbst auch Lieblingssänger, Sängerinnen? Sag jetzt nicht Silvia Stern, musst du nicht sagen. Nur weil die jetzt gerade im Live-Chat ist. Aber die hat eine tolle Stimme, muss ich sagen. Ja, wirklich? Aha. Ja, ich habe sogar einen Text, wir wollten ein Lied machen mit Silvia, aber das hat dann irgendwie dann doch nicht geklappt. Also ich habe mich sofort dran gesetzt, sie hat ja diesen Contest gewonnen da. Und ich habe mich sofort dran gesetzt, habe ein Lied geschrieben, was optimal für sie
gepasst hätte. Den Text habe ich natürlich immer noch, klar. Aha. Und ja, vielleicht klappt es ja irgendwann bei also Silvia, einem hast du Produzenten gehört. Irgendwo, dass man das doch noch irgendwie aufmacht. Auch einen Produzenten haben wir im Haus. Ja, dann geht's los. Ne? Chris Clark kennst du. Ja. Und die beiden haben auch, glaube ich, was vor, soweit ich gehört habe. Lieblingsgericht? Ja, alles. Lieblingsgericht. Ich sehe schon alles. Also ich bin Lieblingsgericht, das ist, da gibt es mehrere. Ne? Also ich bin ja manchmal so auf Fleisch, richtig, so richtiges, saftiges Rindersteak, selbstgemachte Kräuterbutter zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder auch... Thomas, gehst du schon mal in die Küche? Was? Ja, also zurzeit ist es halt so, was man hier in Deutschland nicht kriegt. Ne? Mhm. Das ist meine österreichische Speisen. Zum Beispiel, kennst du Krammelknödel? Ja, die sind so, die sind nicht so ganz rein, da ist so ein Zeug drin irgendwie. Ne? Trieben sind da. Ja, irgendwas ist da drin. Ja. Mhm. Und Krammelknödel zum Beispiel, ja, ach, da könnte ich könnte eigentlich alles essen. Ich habe ja auch mit Lebensmittelvertrieb zu tun. Und haben wir auch schon mal versucht, österreichische Produkte in Deutschland hier einzuführen. Fast nicht möglich. Warum? Weil das ein ganz anderer Geschmack ist. Für Deutschland auch ein wenig zu fettig. Zu fett? Nee, ja. Nicht fettig. Doch, teilweise. Wenn ich da diese komischen Wursten mir noch vor Augen führe, die ich da gesehen auf der Messe gesehen habe. Es gibt natürlich auch Sachen, aber es gibt auch in Deutschland sehr fettige Sachen. Mhm. Ne? Also es kommt immer darauf an, was alles, was fett ist, ne? diese Extrawurst heißt in Österreich, die ist am fettesten, ne? Oder diese Bockwürste und so, ne? Da ist ja so viel Fett drin, das glaubt man kein Mensch, wie viel Fett da drin ist, und die wird hier gegessen noch und noch. Ne? Also, hast du außer Musik noch ein Hobby oder ist das gleichzeitig dein Hobby? Also im Moment ist es so, dass ich die letzten Jahre sehr, sehr viel am Arbeiten bin, am Texten, am Komponieren. Es geht ja auch alles viel weg in die Schweiz für andere Künstler, nach Österreich für andere Künstler. Habe auch für die Goombay Dance Band die neue Maxi-CD gemacht letztes Jahr. Die ging auch bis nach vorne unter die 10, besten 10 von den Eurodance Charts. Wird auch heute noch gespielt in Österreich in Radiostationen. Wie es hier aussieht, weiß ich nicht, da habe ich keinen richtigen Zugriff. Aber das sieht man dann bei der GEMA-Abrechnung vielleicht, genau. Ne? Wer weiß. Ja, was hast du mich jetzt richtig gefragt? Ob du außer da singen noch ein Hobby hast. Ja. Also du musst jetzt nicht alles verraten. Ein paar Geheimnisse darfst du für dich behalten. Meine Freundin ist mein Hobby. Sie habe ich mir noch gedacht. Du hast, habe ich gelesen, wie viele Monate hast du an dem Album gearbeitet? Ziemlich lang auf alle Fälle. Also die ersten Song, die wir gemacht haben, das war, glaube ich, Moment mal, März oder April, so, das Dich zu lieben, das war die erste Auskoppelung. Da ist noch nicht geplant gewesen, dass wir eigentlich ein Album jetzt schon machen wieder, sondern erstmal das neue Lied da, Dich zu lieben. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Jack Price hat gesagt, komm, wir machen jetzt schnell ein Album. Ne? So, und dann ging's los. Eineinhalb Wochen und jeden Tag haben wir irgendeinen Titel einfach mal auf die Grobe erstellt, eingesungen auch. Das waren lange Nächte, muss ich sagen. Dafür ging es auch wieder erst Nachmittag los, weil wir fertig waren mit den Nerven und alles. Wir hatten riesig Spaß dran. Also wie lange hat es gedauert? Ja, 4 Monate, 5 Monate circa. 5 Monate an 13 Titeln. An 13 Titeln. Ja, man muss ja auch bedenken, dass nicht Jack Price nicht nur mich hier, er hat auch noch andere Arbeit, er kann sich ja nicht nur um mich kümmern. Wie gesagt, in 1,5 Wochen, ich habe alles eingesungen und er hat so nach und nach dann alles fertig gemacht. Dann hab ich noch die Chöre machen lassen, die habe ich in Österreich machen lassen, von einem lieben Freund von mir, der das ja wirklich ganz, ganz toll drauf hat. Da habe ich auch ein Duett gemacht früher mal mit dem, ne, als Charisma. Da haben wir 2 Lieder gemacht. Ich weiß nicht, ob du so einen Song hast. Charisma, das sagt mir was, ja. Ja, und da haben wir 2 Titel gemacht auch. Und mit dem mache ich auch viel Demos und so für andere. Und hast du das letzte Wort bei deinen eigenen Titeln? Eigentlich ja. Also wenn du sagst, das gefällt mir nicht, dann... Dann mache ich es nicht. Dann machst du es nicht. Ja, oder wenn was zu ändern ist, dann... Wenn es grob zu ändern ist, also ich kann damit leben, wenn einer oder Gründe hat dafür und so sagt, okay, das muss so bleiben, das muss so bleiben, dann sage ich, überlege ich dann, sage, okay, dann hat er recht. Aber wenn mir was gar nicht gefällt, dann sage ich, nein, das mache ich nicht. Mhm. Deshalb hast du auch die Silvia. Weil du das hast, was dir gefällt. Ja,
Wegen dem Hund, ne? du hast auch einen Titel, der mit Hund zu tun hat. Mein Gott, das war damals, ja, da habe ich mal ein Lied gemacht über einen Dackel. Den möchte ich jetzt hören. Den möchte ich jetzt unbedingt hören. Das Lied kam aber nicht so toll an, aber ich muss noch eines sagen. Die Dackelclubs in Österreich, dann in der Schweiz, die haben mir zugeschrieben, die wollten alle die CD haben. Ne? Siehste. Die Dackelclubs. Und andere Leute wieder hier, die sagen, das ist das blödeste Lied, das du je gemacht hast. Gut, dann spielen wir jetzt das blödeste Lied, was du je gemacht hast. Den Dackel. Disco Fox FM. Natürlich auch bei Facebook. Klick dich rein. Gefällt mir. So, das war der Spitzenschlager. Der Dackel. Der Dackel. Die Schnauze voll. Aber du hast keinen Dackel. Ich habe keinen Dackel. Nein, was hast du für einen Hund? Das ist ein Maltipo. Maltipo. Ein Maltipo in Amerika, anerkannte Rasse, in Deutschland leider noch nicht. Und das ist jetzt die vierte Generation von diesem Maltipo. Mhm. Das ist eine Mischung zwischen Malteser und Pudel, aber alles in Zwergausführung. Ne? Aha, von daher dieser Name. Also die werden nicht schwerer wie 4 Kilo und nicht größer als 26 Zentimeter. Praktisch, kann man gut in der Handtasche mitnehmen. Richtig, ja. Der hat sich ja auch schon ausgetobt. Ich glaube, der hat sich ja ganz wohl gefühlt und Gott sei Dank verträgt er sich auch mit unserem. Ist ja nicht immer der Fall, zumindest bei unserem nicht. Du hast auch zwei Fanclubs, habe ich gelesen. Einmal Uschi und Mandy, ja, ist das noch aktuell, ja. Und Regina Wolf. Richtig, ja. Wenn jemand sagen möchte, ich möchte unbedingt ein Autogramm von Bert Silber haben. Ja, einfach, es gibt ja auch eine Fan-Homepage auf meiner Seite verlinkt, da könnt ihr gerne drauf gehen und ihr könnt hier da alles anfordern. Bitte nicht per E-Mail, weil ich werde hier überhäuft, also jeden Tag. Ich habe gestern wieder von Tschechoslowakei und von Polen und weiß ich, überall her und alle schreiben sie per E-Mail, sie wollen ein Autogramm haben. Also ich kann das gar nicht. Das kann man nicht bewältigen, ne? Nee. Und dann gibt es auch noch immer die Zeitschriften, so wie die Frau im Spiegel oder wie die alles heißen oder meine Melody. Oder Playboy. Da sind auch immer die Autogrammanschriften drauf, da kommen oft wirklich, also ein halber Kartoffelsack voll Dinge an Hand geschrieben und was weiß ich. Das kann ich gar nicht bewältigen. Also am besten ist Fanclub und die machen das dann für dich. Ja, also da wird dann nur weitergeleitet, alles das kommt wird schon an mich weitergeleitet, ne, aber die fangen alles auf und das muss auch ein Rückporto dabei sein, das sollte dabei sein. Sonst wirst du arm. Ja, das ist klar. Für mich hast du aber, oder beziehungsweise für Silvia und mich hast du garantiert ein Autogramm mitgebracht. Natürlich, klar. Gut. Hast du noch ein paar mehr, die ich hier unter Umständen, wenn die Leute sich melden, weiterleiten kann? Ich bin darauf vorbereitet. Ja. Also, Thomas, die Leute schreiben jetzt in den Chat, wer ein Autogramm haben möchte. Und du nimmst mir bitte Block und Bleistift. So, hier, bitteschön. Block und so, bist auch nicht nur hier zum Essen und zum Trinken. So. Und dann schreibst du bitte auf, wer ein Autogramm haben möchte. Und ich übernehme mir das Finanzielle sogar. Ich schenke euch dann das Autogramm von Bert Silver. Ihr leitet das dann weiter. Wir leiten das weiter. Das ist sehr, sehr gut. So. Also für alle, die jetzt wegen der Hunde, wegen den Welpen hier, Maltipo-Welpen, da war gerade ein tolles Foto drin. Und also unsere Cindy, ne, heißt ja Cindy, weil ich heiße ja Bert. Ne? Ja, ist klar. Und, aber die sind auseinander. Ja, wir sind noch, jetzt ihr noch nicht. Wir sind zusammen jetzt, ja. Wir sind eine große Familie. Wie lange habt ihr denn schon? Dann haben wir noch nicht so lange, also 4 Monate. Aber 4 Monate alt ist er und wir haben jetzt seit Anfang Januar. Aber stubenrein ist er schon. Noch nicht ganz. Dann muss ich nachher suchen gehen. Noch nicht ganz. Nee, wir wissen schon, wann sie soweit ist. Ja. Also sie hat vorher schon alles gemacht. Habt ihr immer schon Hunde gehabt oder Tiere gehabt? Also die Silvia hatte vorher jahrelang einen American Stafford Terrier, einen großen. Der war aber sowas von zahm. Das war auch wie ein Baby. Also wo andere Leute beim Spazieren Angst kriegen und sagen, um Gottes Willen, am Bogen rummachen. Mhm. Im Gegenteil, der hat niemandem was getan. Der hat auch nur... Der war nur Bild auf andere Hunde natürlich, aber sonst, der ist uns gestorben, der ist letztes Jahr gestorben an Altersschwäche und da war die Silvia natürlich ganz, ganz traurig oder wir haben beide geheult sogar. Ja, das habe ich schon dreimal mitgemacht. Und sie konnte es ja nicht aushalten ohne Hund und dann haben wir uns jetzt dieses Baby geholt. Mhm. Ne? Das, auf alle Fälle ein ganz süßer. Und nächstes Jahr gibt es Welpen. Gibt es Welpen. Anfragen dann auf die HP und dann werden die mit nach Rückporto werden die dann verschickt. Wir bringen sie persönlich hin. Auch das noch. Wir sprechen nicht zu viel. Da kommt ja jemand aus Uruguay oder was weiß ich und möchte einen Welpen. Nein, nur Deutschland. Nur Deutschland. Termine.
Termine gibt's immer. Termine gibt's immer. Ich habe zum Beispiel heute bei DiscoFox FM. Achso, ja. Du bist hier. Die Zeit läuft und läuft. Naja, also Termine gibt's jetzt. Ich habe jetzt mal, also Moment mal, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, aber die, sagen wir mal, die wichtigsten Termine, die wir jetzt noch haben, fängt im Mai dann an, da geht's nach Mallorca. Mhm. Eine große Schlagerreise. Klaus Denso organisiert das Ganze. Und da sind 20 Künstler mit dabei. Also wir sind eine ganze Woche in Calamandrago. Das ist an der Ostküste von Mallorca. Vollpension, also rund um die Uhr. Und ja, ganze Menge Künstler dabei. Olaf Henning, Gabi Baginski, Sandy Wagner. Also eine ganze Menge. Steht alles auf meiner Homepage eigentlich drauf, gleich auf der Startseite. Da könnt ihr euch gerne erkundigen. Wer da natürlich noch mitfliegen möchte, ja, der kann das Silvia gerne machen. Mit. Die Silvia, die fliegt sowieso mit, ja. Nein, die andere Silvia. Ach so. Thomas Silvia. Okay. Also, wenn noch Plätze frei sind, das weiß ich nicht genau, aber es haben sich schon sehr, sehr viele angemeldet. Aber ihr könnt es versuchen, vielleicht klappt es ja noch. Hast du denn, du bist ja, wie du eben schon selber sagtest, ein Schmusesänger. Kommt ja auch von deiner Stimme her. Dann habe ich aber genauso gut gelesen auf deiner HP, wenn du in Mallorca auftrittst oder auf Mallorca, dass du das Publikum richtig mitreißen kannst. Dann aber spezielle Lieder, die ein bisschen flotter sind. Mhm. Ja, wie soll ich sagen, das hat sich eben durch diese Michael-Dort-Produktionen ergeben. Da gab es dieses Dreams of Love, da gab es Solange Gefühle nicht schweigen, das kam riesig an bei den Leuten. Toll. Und dann kam der Flügel im Bauch und Götter müssen verrückt sein. Ich habe ja früher eine Band gehabt, ganz, also in der österreichischen Zeit noch. Da sind wir auch von Kulturhaus zu Kulturhaus gezogen und war noch eine richtige Humta-Bumta-Band dabei. Ne? Da haben wir 4 Stunden haben wir da Auftritte gemacht und da habe ich so eine Oldie, das heißt Oldie-Show, eine Covershow gemacht immer. Ich habe die Sachen alle, ich war der österreichische Roland Kaiser, so hat man mich damals genannt. Kaiser für Arme. Da habe ich noch keine Platte gehabt, nichts, gar nichts. Ne? Aber deswegen fing das ja alles an. Da gab es einen Talentwettbewerb und so weiter. Wer hat dich denn entdeckt? Ja, durch einen Talentwettbewerb. Andy Borg wurde damals auch entdeckt bei der Großen Chance in der großen österreichischen Fernsehsendung. Ja. Und ich sollte da auch dann mitmachen. Ich habe schon die Zusage vom ORF gehabt und wurde die Sendung dann abgesetzt. Warum, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und danach nahm ich dann teil an einem großen österreichweiten Talentwettbewerb, hieß damals Talentwettbewerb, ne? Und gewann dann das Finale und das war der erste Preis dann eine LP-Produktion. Mhm. Und so fing das Ganze dann an. Du hast nie was anderes gemacht als gesungen. Also richtig gearbeitet hast du nie. Doch. Will ich ja gerade wissen. Natürlich, ich habe Buchdrucker gelernt, war aber schon mit 17,5 Jahren war ich schon Discjockey. Mhm. Hauptberuflich. Also neben dem Lernen noch. Mhm. Und wir mussten damals ja noch 4 Jahre lernen, aber 4 Jahre Lehrzeit. Genau, ne? Ich auch. Aber an den Wochenenden, da war es halt immer Discjockey und ich bin ja aufgewachsen in Zell am See. Also das ganze Jahressaison und da ging es ja rund um die Uhr, da ging es das ganze Jahr, da kann man im Sommer ja auch Skifahren in Kaprun und alles. Mhm. Wir hatten das ganze Jahr Saison und da waren eben die besten Discjockeys von Österreich, die waren da immer unterwegs. Und ich war da mittendrin. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, sowas will ich machen. Sowas möchte ich gerne machen. Und habe dann auch angefangen, habe mich wo vorgestellt. Und so ging das dann seinen Weg. Ich war am Wochenende dann leider nur am Wochenende, weil ich musste ja meine Lehrzeit fertig machen. Discjockey. Und dann kamen hier die ersten Sänger. Die kennt heute hier kein Mensch mehr, wenn ich das erzähle. Oh, erzähl mal. Harry Winter kennt kein Mensch mehr. Ne? Nein. Aber wenn ich dir ein Lied sage, dann... Sag. Sierra Madre. Ja, ne? Natürlich. Spielen wir heute noch. Und den habe ich gesehen und habe gesagt, das möchte ich auch machen. Und so bin ich eben vom Discjockey zum... Dann gab es ja damals in Österreich diese singenden DJs und da war ich einer von den dreien, die es damals gab. Und wurde auch produziert. Dann du warst auch einer von den DJs, der noch ins Mikrofon gesprochen hat natürlich, und also Platten angesagt hat, nicht wie heute, dass alles über Technik geht. Und nein, so. Also das war schon ein harter Job, als ich danach dann über die Agentur unterwegs war. Also da gab es jedes Monat ein anderes Lokal, wie gesagt, in allen Bundesländern, im Ausland, überall.
Und wir mussten in den ersten 3 Tagen, musste ich schon immer abgeben, hier die ganze Programm, was man macht. Man musste selber Veranstaltungen machen, man musste die plakatieren. Und das heißt nicht, dass man erst um 8 Uhr dahin gegangen ist und hat dann die Jogge gemacht. Nein, dann musste man ab 12 Uhr Mittag schon unterwegs sein. Man musste plakatieren, man musste zu die Gäste, die in diesem Ort waren, die Stammgäste waren, auch andere Lokale. Und man musste sich Klinken putzen, richtig Klinken putzen. Das war, man musste sich überall ansehen lassen. Ne? Das war damals eben so. Es war schon ein harter Job. Ne? Aber man hat dann auch viel gelernt fürs Leben, glaube ich. Ne? Nicht nur jetzt für den Beruf, sondern auch, wenn du mit vielen Menschen zusammengekommen bist, automatisch lernt man. Ja, also man ist erwachsener, als man denkt. Ne? Genau. Ja, du wolltest noch irgendjemanden grüßen, glaube ich. Ich grüße deine vielen Kinder. Ich grüße alle, die mich kennen. Erstens mal. Ich kenne wahrscheinlich nicht alle, die mich kennen. Ne? So ist aber es. Deine Kinder kennst du alle. Oh, jetzt kommt. Haben wir schon Valentinstag wieder? Das ist der junge Mann, der eben im Chat war, Hans.f. Das ist gleichzeitig mein Nachbar und mein Gärtner. Und er erscheint immer zum Schluss und überbringt den Damen Blumen. Oh. Guten Tag, lieber Hans. Silvia bekommt Blumen, ja. Der Hund freut sich schon. Das ist ja wie ein Hochzeit, wie ein Hochzeitsstrauß. Ja. Jetzt bin ich aber geblättet. Tja. Ja, ich grüße. Ganz lieb Danke ans Team. Ja. Habt ihr das gehört? Ans Team ist gut. Ich gehe davon aus, dass Hans die jetzt gespendet hat. So, ich habe auch gerade erfahren, auch meine Plattenfirma, Nils Brandt, der auch hier selber schon jetzt singt, ne? Der hört auch zu. Und ich sage mal, ein ganz liebes Hallo an den Nils in den Norden. Wo dahin? Nordheim. Nordheim ist schon bekannt. Stimmt das? Ja. Nordheim ist irgendwie bekannter Ort durch irgendwas, weiß nicht genau jetzt was. Die Hexen sind da oben. Die Hexen. Ist das schon Harz? Nee, nicht Harz. Ja, sag mal, hallo Nils und ja, wir geben weiter Gas mit dem Album natürlich. Ne? Und natürlich. Ich drücke ihm auch fest die Daumen, dass er selber auch hier nach vorne kommt, die ersten Produktionen, die er gemacht hat. Ich meine, hast du die da zufällig? Nein. Hast du nicht? Nein. Nils? Dieser Radio hat deinen Song nicht. Ja, weil er uns nicht bemustert. Siehste, also. Ja. Bemustern. Ja, alle Bemusterungen gehen zu unserem Benni. Ah, da steht die Andrea, schreibt, Nils ist auch bald bei uns im Interview. Siehst du? Die wissen mehr als ich, aber ich bin nur der Chef, ich weiß das nicht. Das ist genau wie bei deiner Frau. Wenn ich dich über Termine frage, sagst du auch, wendet euch an Silvia. Ja. Und wenn ich irgendwas wissen muss, dann muss ich auch immer erst fragen. www.discofox.fm. Ich habe so festgestellt, dass die Titel so, wie du auch erzählst hier, während das Mikrofon aus ist, dass die irgendwie alle einen Bezug zu dir haben, ne? wo du auch hinterstehst, genau wie dieses Lied jetzt hier eben wieder. Also ich habe in meinem Leben so viel erlebt schon, so viel erlebt, das glaubt kein Mensch. Positiv und negativ. Ich habe so viele Pärchen auseinandergehen gesehen und Szenen gesehen, also wenn ich das erzählen würde, dann würde ich überhaupt keine Partnerin mehr haben, wenn ich das alles so ernst nehmen würde und mir zu Herzen nehmen würde. Aber es sind auch viele Mädchen damals, also viele Frauen, die mir ihr Herz ausgeschüttet haben und viele Männer auch natürlich. Und ich habe daraus, meistens fällt mir das irgendwann mal ein und ich mache daraus einfach ein Lied. Oder auch diese selbst erlebten Dinge. Ich bin ja auch schwer krank gewesen. Ich habe ja auch mal Krebs gehabt 1998. Ja, ganz schwer, Stadion 4 schon gewesen, hab das auch überstanden und alles. Und man wird da anders, man denkt anders und man nimmt sich da eben, man weiß, was Leben heißt. Jetzt verstehe ich, woher das kommt. Ja. Ja. Okay, wir müssen, und ich warte noch, bis du fertig bist mit Reden. Ja, da geht's natürlich um, das ist auch so eine Sache, ne? Das sind viele betroffen davon, muss man sagen. Also wenn es in der Beziehung nicht mehr klappt, dann irgendwann ist ein anderer da und heimlich noch dazu. Dann fragt sich die Frau, wo bleibt der Mann so lange oder umgekehrt, warum kommt die Frau vom Einkaufen nicht nach Hause? Oder so, ja. Worauf, weiß man worauf ja nicht, spielst ne? du jetzt an? Ja, weil deine Frau war gerade einkaufen, die war 3 Stunden weg. Ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Ne? Und da handelt das Lied. Ich hatte schon Hoffnung. Dass das Versprechen einfach da ist. Also hör mal, ich trenne mich jetzt und da passiert nie was, ne? Und dann habe ich einfach einen Titel drauf auf dem Album und habe geschrieben, ich warte jetzt noch bis morgen, aber länger nicht. Also du hast quasi die Dame vor die Wahl gestellt, vor die Wahl. Entweder oder. Ja.
Ja. Man wartet ja trotzdem länger. Ne? Das ist halt das. Aber man muss es ja zumindest nach außen hin so tragen. Ne? Okay, dann spielen wir Bert Silva und ich warte noch bis morgen. Disco Fox FM Live-Interview. Ob ich Geflügel zum Mittagessen hatte, wegen den Flügeln war. Ich muss jetzt einmal sagen, ich esse mittags nie. Mittags ist immer Frühstück bei mir. Das kommt gut hin. Ja, und Mittagessen ist immer abends bei mir. Ja. Das und was wir heute essen, da haben wir zufällig recht, weil wir sind da vorne beim KFC vorbeigefahren. Oh, um Gottes Willen, nein. Und ja, ich war schon lange nicht mehr beim KFC. Und das, ich meine, der ist nicht gut hier? Sagen wir mal, ich stehe nicht auf solches Essen. Ach ja, okay. Ich besuche einmal im Jahr vielleicht McDonald's, aber dann... Ja, so beim Vorbeifahren oder Happen einfach nur. Das meine ich habe auch keine Ambitionen irgendwie zum halben Hähnchen, weil ich finde ein halbes Hähnchen ziemlich sinnlos. Das kann ja nicht stehen, das fällt ja immer um. Okay. Also das haben wir hinter uns gebracht mit dem Geflügel im Bauch. Ja. Geflügel gibt es heute Abend auch, Rehpastete. Oh, ja. Ich habe hier im Chat jetzt gelesen, da sucht wer das Lied G. Ne? Also jetzt weiß ich natürlich nicht, ich habe auf dem neuen Album auch so ein Lied drauf, das heißt zwar nicht G, aber das nimm alle Tränen mit, haben wir vorher schon gespielt. Ne? Das G, doch nimm alle Tränen mit. Oder es gibt ein anderes G noch, das ältere schon, das auf dem vorhergehenden Album drauf ist, das kann auch sein, ja, das weiß ich nicht. Das habe ich leider nicht. Das haben wir nicht. Aber wir wenden uns eh lieber den neuesten Sachen zu. Was war, ist gewesen, sind schöne Erinnerungen. Auch mal wieder schön, wenn man sowas wieder hört, was Altes. Ne? Ich spiel nämlich ganz gern Oldies. Aber wir sind ja heute für den Alben da. Wir sind wie die neuen Sachen heute zuständig. Genau. So, und ich habe einfach mal was rausgesucht für dich. Ja, was ein bisschen extremer ist, also für die Tänzer, für die Tanzclubs, so zum richtig Disco-Fox abtanzen, können wir jetzt einen Titel machen. Ja, und auch gleich wieder eine Aufforderung an die Frau oder an den Mann. Oder an den Mann. Bleib heute Nacht die Wünsche, bei mir. Die Wünsche der Männer oder auch Frauen, man weiß es nicht, ja, ne, ja. Was sich so einer denkt, wenn man da gerade so tanzt. Mal so, mal so. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gefragt, was denkst du jetzt beim Tanzen? Disco Fox FM, die bessere Wahl. Bert, du hast wieder deinen Einsatz verpasst. Aber wir sind auch gar nicht dran. Wir wollten nämlich unserer Silvia mal das Mikrofon geben, damit sie die unmittelbaren nächsten Termine mal so ein bisschen durchsagen kann. Ich weiß die nicht auswendig. Eben. Dafür haben wir eine Dame hier. Einer muss ja den Überblick behalten, ne, Bert? Genau. Also wir sind am 26.03., das ist diesen Monat noch, in der Ponderosa. Muss ich schon wieder singen? Das ist bei Limbach, also in Hessen. Dann am 2.04. haben wir einen ganz, ganz großen Tag, da sind wir bei Grafreisen in Herne. Zwei Tage hintereinander, den 2.04. und den 3.04. Ah, das ist eine Fernsehaufzeichnung, denke ich. Das ist auch eine TV-Aufzeichnung, ja. Und da haben wir einmal mittags und abends jeweils einen Auftritt. Da sind auch noch eine andere, viele Künstler dabei. Da sind sehr, sehr viele Künstler dabei. Das wird bestimmt sehr, sehr gut und vor allen Dingen eintrittfrei. Also es ist kein Eintritt. Ich brauche nicht so lange singen. Ne? Sag mal, wer dabei ist. Was ich so weiß, Peter Sebastian wird dabei sein, Rick Moreno wird dabei sein, ich glaube, der Sascha Valentino ist auch dabei. Die ganze Menge. Dennis Bogner wird dabei sein, also unheimlich viele, ich kann sie so gar nicht alle auswendig. Sebastian Scharell? Nein, Sebastian ist nicht dabei. Und am 2.04. hat der Dirk Florin seine Albumpremiere für seine Fans. Das wird in Duisburg sein, da sind wir dann im Anschluss. Und da dran im Anschluss sind wir bei unserem lieben Freund Ralf Jax. Ralf Jax und Freunde in Bonn. Das ist dann auch ausreichend genug für dich, Ralf, Bert. Ralf war ja auch bei unserer Fernsehaufzeichnung, die wir immer machen im Jahr. Ne? Ja. Und ich muss mich da einfach revanchieren und zu Ralf Jax. Und du musst dann immer singen, du armer Kerl. Ich muss immer singen. Ja, er muss ja auch ein bisschen Brot und Geld verdienen, ne?
Wer, so. Wer fährt denn immer Auto bei euch? Ich. Er will nicht, dass ich fahre. Ich weiß nicht, warum. ich könnte dir jetzt vielleicht eine Antwort. Ich schläfe nicht. Immer. Ich schläfe alle immer Frauen, ein, Achtung, die wollen gegen uns schießen hier. guck mal, Jörg schreibt, du Manni, wann ist er in Greifswald? Hm? Du kennst wahrscheinlich Greifswald gar nicht. Ich kenne das. Also, du kennst das? Ich kenne das, ja, ja. Habt ihr da irgendwas in der Nähe? Nee, gar nichts. Gar nichts. Also, das ist oben im Norden, ehemals Ostdeutschland. Genau. Na, ich bin auch ein Ossi, deswegen darf ich das sagen. Nee, sind also, wir also überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was da oben. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Läuft. Wir kennen uns jetzt 2 Jahre, Silvia, ne? Aber Greifswald, das ist, das habe ich erfunden. Ja? Ach so. Dieser Wald halt, heißt Greifswald. Ja. Ich war da mit ein paar Mädels drin und. Und dann seitdem heißt der Greifswald. Und hast du gegriffen. Was anderes habe ich nicht erwartet. Das andere lasse ich euch freien Lauf. Aber mit anderen Worten, der Jörg könnte euch noch buchen. Für Greifswald. Auf jeden Fall, wir kommen gerne mal nach Greifswald. Also Jörg weiß Bescheid. Schick mir mal ein Checkbuch rüber und ich leite das dann weiter. Ja, möchte den alten Wald wiedersehen. Ja, unsere Liebe ist unsterblich. Das ist ein wunderbarer Titel. Ja, den habe ich extra für meine Silvia geschrieben, weil die reißt sich hier wirklich den Arsch auf, muss ich sagen. Und tut und macht alles. Ich habe keine Ahnung von Terminen und was weiß ich. Alles hat sie im Griff. Die kommt von ihrer Arbeit, die hatte noch eine Arbeit zu Hause. Die muss ja um 5 Uhr morgens aufstehen, kommt um 2:30 oder 3 Uhr nach Hause und schon wieder hängt sie am Telefon bis Mitternacht oder auch länger und tut und macht für den Bert Silber. Also ich weiß gar nicht, wie ich ihr das danken soll. Ne? Und deswegen habe ich mal gesagt, okay, ich mache jetzt ein Lied für sie und sage einfach, wir haben ja kaum noch Zeit zum Lieben, ne? Aber trotzdem ist unsere Liebe unsterblich. Disco Fox FM. Einfach magisch. Unsere Liebe ist unsterblich. Ja, da kann ich jetzt wieder nur sagen, das Album heißt Okay. Mensch, das ist so ein schönes. Ich krieg selber Gänsehaut bei diesem Lied. Also das ist auch für Leute, die sich vor Jahren vielleicht Liebe geschworen haben, für alle Zeit, die durch dick und dünn gegangen sind, alles miterlebt haben, sei es Krankheit oder sonst irgendwas, habe ich vorher schon mal erzählt. Und dass man dann sagen kann, wirklich, man bleibt zusammen und man geht bis ans Ende der Zeit. Und die Liebe ist unsterblich, die lebt sogar im Himmel noch weiter, weil ich warte ja im Himmel auf dich, singe ich da. Ne? Auf mich musst du nicht warten. Doch, wir machen im Himmel die nächste Sendung dann. Irgendwann in 30 Jahren. Ne? Ja, wie heißt es? Unsere Liebe ist... Im Himmel ist der Teufel los, oder wie? Im Himmel ist der Teufel los. Dann bestimmt. Dann bestimmt. Bert, die Nacht der 1000 Feuer. Ja, das sollte auch wieder so ein Urlaubslied sein. Ich habe mir gedacht, ich spreche auch ab und zu ganz gerne so bei den Sachen. Ne? Mhm. Ich habe auch ein Weihnachtslied mal gemacht, ein Sprechgesang, so ähnlich wie das Teddybär-Lied von Johnny Hill, nur als Weihnachtslied. Das habe ich aber dann der Margot Eskens weitergegeben, die hat das dann gesungen. Und ja, ich habe noch das Original, wie ich das gesungen oder gesprochen habe. Der Refrain ist zwar dann gesungen, das kommt aber irgendwann mal, kommt es auf den Markt. Mhm. Ich habe das einmal getestet, habe keine Ruhe mehr gehabt. Jeder wollte das Lied haben, ich durfte es nicht hergeben, bis heute nicht, weil es eben Margot Eskens in der Fernsehshow gesungen hat und noch singt. Andrea möchte gerne wissen, ob du bei Facebook bist. Ja, natürlich, und brauchst du nur suchen. Ne? Wer sucht, der findet. Genau. Wer klingelt, dem wird aufgetan. Einfach Bert Silber eingeben. Ja. Ne? Aber ich muss jetzt sagen, mein Kontingent da ist schon so voll. Ich habe jetzt über 150 Leute, die noch warten, dass ich sie annehme. Ich kann sie nicht mehr annehmen. Ich kann sie nicht mehr annehmen. Ich muss ein zweites Profil machen. Oder ihr geht einfach auf Bert Silber und Freunde. Ja, das geht natürlich auch. Da könnt ihr euch auch, da bin ich dann auch. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich nämlich gerade bei Facebook abgemeldet, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe, um mich darum zu kümmern. Das ist ganz interessant, was da abgeht. Ne? Ja, schon. Aber ich erfahre das eh alles von meinen Kollegen. Mhm. Ich habe gestöbert und gefunden. G. Gestöbert und gefunden, ja. G. Dieses G, ja, das ist auch, der Titel hat mir damals, das ist am vorigen Album drauf, am letzten Album, ne? Also das vorletzte sozusagen. Und da gab es einen Künstler aus dem Osten, leider ist er schon vor ein paar Jahren verstorben, und den habe ich kennengelernt 1998 bei der Deutschen Schlagertrophäe in Aachen. Michael Wendler hat das damals gewonnen. 99 habe ich das gewonnen, muss ich gleich dazu sagen. Und ja, da ist der Künstler auch aufgetreten und dann kam die Nachricht, dass er gestorben ist, ich glaube 2 Jahre oder 3 Jahre später. Der war
sehr, sehr, ganz, ganz groß im Osten. Ich will jetzt keinen Namen sagen dazu, mhm, aber ich habe da ein Lied entdeckt, das hat Jürgen Rentfort geschrieben, mhm, für ihn damals. Und nachdem er gestorben ist, habe ich da bei seiner Frau angerufen und habe gefragt, ob ich dieses Lied aufnehmen kann. Mhm. Das gefällt mir so gut und ich möchte auch ein bisschen Erinnerung noch wecken an den damals, halt, ist ja schon älter, das Lied. Und siehe da, dieses Lied ist wirklich, also wird viel gespielt oder immer noch gespielt von manchen. Es kommt einfach gut an. Also ich bin auch am Überlegen, ob man da hier nicht noch einen Remix draus machen könnte und das neu auflegen könnte. Und es ist auch gewünscht worden hier bei, ja, euch. Und genau, da bin ich ganz stolz drauf. Schön. Obwohl ich den Titel nicht selber geschrieben habe. Ja? Mhm. Aber das Lied ist einfach gut. Aber selber gesungen. Und da kommt es drauf an. Richtig. Okay, Bert Silva und G. Wir gehen auch gleich. In 7 Minuten fängt... Oh, haben wir schon so spät? In 7 Minuten fängt das Leben für uns an. Disco Fox FM Live-Interview. Wenn wir jetzt Karneval hätten, würde ich singen, schau nicht auf die Uhr. Was, Manfred, du hast so alte Sachen hier. Ja, aber trotzdem hast du vieles noch nicht. Wie gesagt, ich werde das euch alles zukommen lassen. Aber mit dem Lied hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Doch. Ne, weil das ist ein volkstümlicher, mhm, Song, ne, eigentlich. Ja. Ne? Ricky wird ihn lieben. Weil mich kennt man eigentlich so, glaube ich, nicht. Ne, mhm. Dass ich so Walzer, Königin der Nacht vielleicht, ja, das machen wir auch noch neu. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende angelangt. Ja, 19 Uhr und 2 Minuten. Haben wir schon überzogen. Unser Piti, der wartet schon, der scharrt schon mit den Hufen. Piti, du darfst gleich. Ich habe nur noch den Abschiedssong, ne? Und ich kann ich mich ja schon mal verabschieden jetzt. Ne? Ja, also Manfred, ich sage Dankeschön, dass ich hier sein durfte bei euch und Dankeschön, dass so viele Leute hier zuhören. Ich liebe euch alle, muss ich sagen. Und ich hoffe, ich sehe euch irgendwo demnächst wieder, wenn es heißt, irgendwo Bert Silva ist. Zu sehen, bei, in Bonn vielleicht auch, beim Ralf Jagstern, bei dem Freundestreffen, mhm, oder so. Wer nach Mallorca mitfliegen möchte, kann auf meine Homepage gehen natürlich und sich da noch anmelden. Das ist eine Woche Vollpension, also wirklich rund um die Uhr, alles kostenlos, nur um 599 Euro. Mhm. Und da habt ihr 20 Stars, die wirklich Stars sind, Jürgen Drews und alles Mögliche dabei. Und ja, ich kann nur sagen, ein Lieblingslied von mir, wo ich selber immer noch Gänsehaut bekomme. Und ich sage ja immer, es ohne Liebe, ohne Gefühle geht's im Leben einfach nicht. Nein. Ne? Jeder Mensch hat Gefühle. Wenn einer sagt, er hat keine Gefühle, das stimmt überhaupt nicht. Ich sage mal, jeder hat Gefühle und solange man die merkt, solange man die empfangen kann. Ich empfange die zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne stehe und ich sehe in Augen, in Gesichter, ja, da kommt was rauf. Wo Freude ist. Da kommt was rauf. Mhm. Ja, und ich hoffe, es kommt von mir auch was runter. Ich habe schon Leute weinen gesehen, auch auf Mallorca, wenn ich gesungen habe. Und ich habe mich gefragt, was macht das aus? Ich weiß es einfach nicht. Nee, vielleicht sind es die Lieder, die ich mache. Ich will mich ja selber nicht so vorhängen. Ich mache nur das, was ich kann, wo ich denke, ich kann das. Ja, es muss auch ankommen. Das ist ja das, und das was dann... versuche nur, ja, die Leute mit meiner Musik ein bisschen happy zu machen, ein bisschen glücklich, mhm, zu machen. Und es haben auch schon viele geheiratet, ja, muss ich auch sagen. Aber nicht nur, ja, nicht nur wegen deiner Musik. Dem Lied, ja, wegen, ja, wegen diesem Lied. Dieses Lied oder Julie war auch schuld, dass 3 Leute geheiratet haben. Sind die noch zusammen? Sind immer noch zusammen, ja. Ist ja schon mal was Gutes. Und da habe ich natürlich auch ein Lied geschrieben, wo ich sage, wenn man sich trennt, ja, man trennt sich heutzutage viel zu leicht, besonders hier im Ruhrgebiet habe ich das gemerkt. Es gehen viele schnell auseinander, viele junge Leute. Da frage ich mich, wissen die überhaupt, was Liebe ist? Aber die kommen erst später dahinter oder kommen drauf, da sind noch Gefühle im Spiel. Ne? Mhm. Und ich habe dann gesagt, solange diese Gefühle nicht schweigen, so lange liebt man den anderen Menschen. Ja, aber über Gefühle gibt es da dann wahrscheinlich noch viele andere Probleme, die dann ausschlaggebend sind, wo die Gefühle dann hinten anstehen. Ja, aber das, die Gefühle sind einfach das und Gefühle, wenn man Gefühle, Liebesgefühle hat, ja, für einen Menschen, dann werden die immer an erster Stelle stehen. Ja, da kann einer sagen, die Vernunft hat gesagt, ich ziehe mich zurück, obwohl ich den noch liebe. Das geht schon, aber wie lange geht das? Mhm. Und er wird ein ganzes Leben lang, und das passiert vielen älteren Menschen auch, die immer noch denken, warum habe ich damals diese Frau verlassen oder warum, mhm, obwohl ich die heute noch liebe, ne? Da denke ich nur an meine eigene Mutter, da muss ich noch dazu sagen, ja, mein Vater ist gestorben, die waren geschieden, die haben sich scheiden lassen, da war ich 13 Jahre alt und ja,
Und meine Mutter hatte immer von dem Mann noch geschwärmt. Und ich war als Disc-Jockey auch in der Nähe damals noch, nach Jahren, nachdem sie schon geschieden waren. Da kam mein Vater und von der Arbeit noch in der blauen Montur und hat mit mir hier Whisky getrunken bis in den Morgen hinein und hat auch gesagt, dass er sie noch liebt bis ins Unendliche. Ja, nur der Sturkopf, ne? Der Sturkopf von manchen Menschen und als er dann gestorben ist, ne, dann war es natürlich vorbei. Ne? Und deswegen sage ich, man soll sich zusammenraufen, man soll sagen, okay, ich habe noch so viele Gefühle für dich, wir wollen es nochmal versuchen, jeder hat eine Chance verdient. Und auf zum zweiten Mal. Gibt es Gefühle, deiner Meinung nach, die Gefühle übersteigen? Soll heißen, ich liebe eine Frau, aber ich habe eine neue Liebe, die ich mehr liebe. Nein, das geht nicht. Ne? Also ich bin leider Gottes, also Gott sei Dank vielleicht sogar, so ein Mensch, wenn ich sage, ich liebe jemanden, dann liebe ich jemanden. Da kann jetzt kommen, wer will, also es wird hier keine Affäre geben oder sonst was. Da muss, wenn eine Affäre da ist, dann stimmt es in dieser Beziehung, in der, die man hat, sowieso schon nicht mehr. Dann ist ja schon was schiefgelaufen. Also jeder, der eine Freundin nebenbei hat, da stimmt es in eigenen Dingen nicht. Der traut sich halt nur nicht zu gehen oder traut sich nicht zu trennen, weil eben was weiß ich, was alles am Spiel hängt. Ich könnte das nicht. Also ich würde lieber alles verlieren und wieder neu anfangen. Klare Worte. Guck mal, du bekommst einen tosenden Applaus im Live-Chat von Disco Fox FM. Das freut mich. Und ich sage jetzt zu allen euch, ja, wenn ihr euch Gedanken macht über den Partner und fragt euch selber, liebe ich diesen Partner noch? Liebe ich meinen Freund, meine Freundin? Fragt die Gefühle, fragt euer Herz und dann singt mit mir dieses Lied zum Abschied, solange Gefühle nicht schweigen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal irgendwo auf einer Bühne. Euer Bert Silber. Das war ein schönes Abschlusswort, Bert. Besser hätte ich es auch nicht sagen können, aber ich habe dich ja eingeladen, damit du es sagst. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Ne? Wir von Disco Fox FM bedanken uns ganz, ganz herzlich. Ich sag danke. Für uns war es schon ein Highlight. Danke an Silvia. Vielleicht können wir das Ganze mal wiederholen. Beim nächsten Album. beim nächsten Album. Ja. Ich sage Dankeschön, liebe Freunde. Das nenne ich aber dann nicht okay, sondern oje. Oje. Na, so alt bist du dann auch wieder nicht. Also so lange wollen wir nicht warten. Du hast so schöne Musik, die wirklich, die wird immer gespielt bei uns. Nicht nur, weil du jetzt hier bist, sondern ich freue mich auch. Der Silber wird immer bei uns gespielt. Das freut mich ganz besonders. Bin froh, dass die Musik ankommt, weil ich mache das aus ganz Überzeugtheit und als wirklich, ich nehme das sehr, sehr ernst. Ne? Das ist ein schönes Wort. Sage Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer von Disco Fox FM. Wir aus dem Sendestudio Krefeld verabschieden uns ganz herzlich. Ja, Thomas, sag auch noch Tschüss. Ciao, ciao. Silvia darf sich auch noch verabschieden. Mach's gut. Solange Gefühle nicht schweigen. Das Ganze mit Bert Silber. Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen. Wir hören uns garantiert wieder. Und wie immer, Manfred drückt euch alle. Tschüss. Disco Fox FM Live Interview.